Herzlich willkommen zum Einführungsvideo zum Thema Orbitalmodell. Wir werfen zu Beginn mal einen kleinen Rückblick auf das Bohrsche Atommodell. Hier wurde ja der Eindruck erweckt, dass sich die Elektronen auf festen Kreisbahnen um den Kern herum bewegen, also auf den Schalen. Und ja, wenn dieses Modell nun so wirklich stimmen würde, also diese Elektronen sich wirklich auf diesen Schalen bewegen würden, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass man zu jeder Zeit, also zu jedem Zeitpunkt den genauen Ort und auch die Geschwindigkeit der Elektronen kennen müsste. Da Elektronen nun aber nahezu masselos sind und auch ziemlich schnell unterwegs sind, bedeutet das, dass hier ein sogenannter Welle-Teilchen-Dualismus existiert. Also das Elektron kann nicht mehr nur als Teilchen aufgefasst werden, wie das im Bohrschen Atommodell der Fall ist. Es hat auch Welleneigenschaften und diese Welleneigenschaften, die werden durch die sogenannte Schrödinger-Gleichung ausgedrückt. Mathematisch steckt dieses wird dieses Problem im Grunde durch die Heisenbergsche Unschärferelation ausgedrückt. Gut, kommen wir zurück zur Schrödinger-Gleichung, die Wellenfunktion, beziehungsweise ja, die Gleichung, die im Grunde die Welleneigenschaften der Elektronen beschreibt. Diese gibt nämlich an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Teilchen in einer bestimmten Entfernung vom Kern anzutreffen ist. Und wichtig ist hierbei einfach das Wort Wahrscheinlichkeit. Also hier wird nicht mehr der Eindruck erweckt, dass wir den genauen Ort kennen würden. Wir sagen im Grunde bloß, dass es relativ wahrscheinlich ist, irgendein Elektron in irgendeinem bestimmten Abstand zum Kern anzutreffen. Gut, wir schauen uns das Ganze mal zum besseren Verständnis in einem Diagramm an. Und zwar schauen wir uns mal das Wasserstoffatom oder ein Wasserstoffatom einfach mal an. Das ist also das Diagramm oder die X-Achse. Die soll jetzt einfach mal den Abstand zum Kern verdeutlichen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com